Wir werden uns heute Ken bauen. Ja, viele von euch werden ihn jetzt wahrscheinlich haben, beziehungsweise eventuell sogar noch bekommen. Kommt auf an, wie aktiv ihr das Event gemacht habt. Vielleicht haben ihn auch schon ein paar länger als ich, weil sie mehr beschworen haben oder ein bisschen mehr Luck beim Beschwören hatten. Deswegen denke ich mir, viele haben ihn jetzt wahrscheinlich mit Runenset, wobei das Runenset eher, naja, ist. Also ich glaube, die ist ganz okay und die ist in Ordnung. Der Rest ist eher so, Und wir kümmern uns heute darum, ich entrune ihn gleich komplett. Und wir machen das komplett neu. Ja, warum wir jetzt kennen Runen? Ich möchte ganz gerne ihn ein bisschen ausprobieren. In mehreren Szenarien, sprich in DB12 würde ich ihn ganz gerne probieren. In Cleave würde ich ihn ganz gerne probieren. Und ich würde ihn ganz gerne in testen wollen. Aber das machen wir nicht heute, das kommt dann in den nächsten Videos. Ja, heute konzentrieren wir uns wirklich nur darauf, dass wir ihn runen. Man kann ihn auf Zorn runen, wie er jetzt hier der Fall ist. Oder ich würde ihn persönlich auch auf Vio runen. Das Problem bei der Sache ist nur, er braucht auf jeden Fall die 100 Krate. Warum? Dazu kommen wir jetzt. Und zwar, wir lesen einmal die Skills durch. Hadoken nutzt einen Hadoken, um dem Feind Schaden zuzufügen und verringert die Angriffskraft 2 Runden lang mit einer Chance von 50%. Der Schaden steigert sich hier nochmal mit Devils. Tatsumaki Senpu Kayakyu greift alle Feinde dreimal an. Jeder Angriff hat eine Chance von 30% einen positiven Effekt zu entfernen und den Angriffsbalken um 10% zu absorbieren. Sprich, absorbieren heißt, er nimmt sich den Angriffsbalken. Hier ist übrigens ein Skill-Up drin wegen dem Event. Ja. Sprich also, er hat so gesehen, also er hat die Chance dreimal um 30% einen positiven Effekt zu entfernen, was für DB12 ganz interessant sein könnte. Sowie die Attack Bar Reduce ist nicht viel, 10 maximal 30 ist nicht viel, aber besser als gar nichts, ja. Deswegen interessant, Ablenkzeit ging er auch noch runter. Shinryuken greift das gegnerische Ziel dreimal an und hinterlässt jeweils 2 Runden lang einen Branding-Effekt. Der Schaden erhöht sich um 15% pro auf dem Feind gewährten schädlichen Effekt. So ein bisschen Crow-mäßig, kann man sagen. Ein bisschen. Und erhält sofort eine weitere Runde, wenn alle Angriffe als kritischer Treffer landen. Und deswegen ist es wichtig, ihn mit den Max, also so höchst möglich, die Krate zu haben. Das Problem ist auch, man möchte nicht unbedingt hier unten eine Crit-Rate-Rune reinmachen, man möchte schon Crit-Damage haben. Das kann man so ein bisschen mit Raki vergleichen, ja. Raki zum Beispiel hätte man auch, oder möchte man auch sehr gerne auf Crit-Damage haben mit 100 Krate. Theoretisch gesehen könnte ich das Set hier einfach 1:1 übernehmen und ich schätze, es wäre ganz okay, ja. Machen wir aber nicht. Wir machen ein neues Bild. Ich versuche ihn auf Vio zu ruhen, weil ich weiß, dass meine Zornruhen sehr mäh sind. Aber erst einmal geht es jetzt darum, ihn erstmal zu entruhen. Weil das ist erstmal Punkt 1. Wir fangen von 0 an. So. Kostet mich jetzt ein bisschen Mana, ist aber jetzt nicht so tragisch. So, wir haben ihn jetzt auf 0 geruhnt und fangen jetzt einfach mal an, ihn zu runen. Aber ich bezweifle, dass ich ihm die 100 Krate mit Zorn kriege. Weniger. Ich kann mir aber auch, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass er auf Vio eventuell sogar, vielleicht für eine Cleave nicht so interessant ist, 66 nicht reichen wird. Ansonsten wäre er gar nicht mal so bad mit den Werten, muss ich sagen. Ein bisschen slow vielleicht, aber die Attack ist nicht schlecht und der Crit Damage ist auch nicht so bad durch Zorn halt. Aber im Großen und Ganzen wäre er so nicht so schlecht, wenn ich natürlich die Krate hinkriegen würde, was aber sehr wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber wie gesagt, damit habe ich schon gerechnet, weil meine Zornruhen echt nicht so gut sind. 77, fehlt nicht viel, aber fehlt immer noch ein bisschen was. Da haben wir die 100 Krate mit Garo. Ja, kann ich tatsächlich, ich kann es entbehren. Der Crow tut mir gerade ein bisschen am meisten weh. Der hat einfach keinen Speed. 26 Speed, Mann. Ist das schlimm? Ja, ne? Schon ein bisschen lächerlich, oder?
Aber der Rest ist nicht schlecht, aber der Speed, es geht gar nicht, ne? Okay, versuchen wir mal anders. Ich halte das mal fest, ja? Ja, ich halte mir das mal so ein bisschen im Hinterkopf, dass es so machbar wäre mit 100 Grad auf Zorn, wenn ich einen Crow ein bisschen entruhen würde. Ich versuche das Ganze jetzt mal auf Vio. 3 würden nicht reichen. Ich glaube, die ist schon okay. Was mich hier stört, ist, dass der Attack-Wert mir ein bisschen zu lasch ist. Und ich glaube, Attack hier... Ah, wobei, ist hier Quadrate drauf? 7. Wie kommen wir hier, wenn ich die nehme, habe ich nochmal 4 gut. Ah, die habe ich auch gar nicht geuppt. Die könnte ich eigentlich auch mal uppen. Ich upp die mal eben. Vielleicht bin ich ja lucky und die geht irgendwie Triple oder Quadroll in Grate rein. Wäre natürlich cool. Aber ich upp die mal eben. Die hatte ich irgendwann letztens bekommen. Mal gucken, ob das... Ob das Spiel gnädig ist oder ob es in ACC oder Full Flat HP geht. Kann ja auch sein. Okay, das sieht schon mal... Oh, ein High Roll sogar in Grate. Das ist schon mal sehr nice. Dann könnte ich nämlich gucken, dass ich eventuell die Klingenrune so beibelassen kann. Wenn sie gut in Grate rollt. Also so... Einmal High wäre noch gut. Ja, nee, nicht in Flat HP. Aber ich schätze, das wird so eine Rune sein, die überall einmal reinrollt. Das kann ich, darauf schwöre ich jetzt schon. Aber so klar, dass das ein Flat HP zweimal, ey. Ah. Vielleicht, ich gebe denen noch die Chance. Ich mache die auf 12 und guck mal, ob sie vielleicht den nochmal in Krate geht. Noch einmal Krate. Ich weiß nicht, was ich da drauf habe. Hatte ich eine 14er, 13er Kritrate auf der Klinge? Weiß ich nicht. Aber mit der Vio-Rune auf Slot 6 würde es mir mehr Spielraum geben. Deswegen wäre es schön, wenn sie noch einmal noch in Krate geht. Kann auch ein 4er-Roll sein, also ein Low-Roll. Aber Hauptsache so, dass ich sie jedenfalls nochmal benutzen kann. Das wäre schön. Na... Wobei Cleave-mäßig, also wenn ich ihn jetzt für eine Cleave benutzen würde, würde ich tatsächlich Zorn nehmen. Das Problem ist nur bei Zorn, wie gesagt, Zorn, ihr habt meine Zornrunen gesehen, die sind teilweise gar nicht existent. Ja. Vielleicht sogar, ja gut, sehr nochmal ein High-Roll in Kritrate, das ist gut, damit kann man tatsächlich arbeiten. Weil hier ist nur 13 drauf, sprich die würde auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Krate geben und jetzt habe ich ein bisschen mehr Spielraum. Was mir persönlich gefällt, ja. Hier würde ich sogar tatsächlich die nehmen. 9 Krate, 15, okay, das ist, kommt in einen Bereich rein, wo ich sage, kann man mal testen. Sogar die ACC ist sogar gerade ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, und jetzt noch hier unten. Beth benutze ich nicht wirklich, kann ich entruhen. Wie sieht es mit 4er Krate aus? Okay, das wird, ganz knapp, ganz, ganz knapp. Da fehlt nicht viel. 4 Punkte fehlen. 4 Kritratenpunkte fehlen für so. Ja, das ist sogar okay. Der Speed ist jetzt nicht mega high, aber für Dungeons und so muss er nicht sein. HP braucht er nicht unbedingt. Die ist jetzt, naja, ne? Habe ich hier irgendeine, wo keine Krate ist? Hier? Ja, gut, okay. Dann müssen wir hier halt gucken. Hier ist halt die Rune, wo ich sage, mal gucken. Aber dann muss sie wahrscheinlich geändert werden in eine Rune, die halt mindestens 9 Krate hat. 15, 8 von Bella, 6, 8 war hier. Ne, 10 von Thalia, Spectra, Chilling. Chilling benutze ich gerade noch, deswegen weiß ich noch nicht. 5 reicht nicht. Ne, da war 5 drauf, okay. Ja, die wieder rein, ne? Da fehlt mir ein bisschen Crit Damage. Ich weiß halt natürlich nicht. Vielleicht kommt. Wir uppen die mal eben auf 12. Kann ja sein, dass vielleicht hier nochmal Crit Damage reinkommt, dass er so auf die 150 Crit Damage kommt. Wir testen ihn auf jeden Fall gleich einmal im Szenario. Man darf halt nicht vergessen, er hat noch keine Skill-Ups. Er hat keine Skill-Ups. Und auf Zorn würde er wahrscheinlich nochmal wesentlich mehr raushauen. Aber ich kann halt sagen, Zorn und Vio sind wahrscheinlich so die Rune-Sets, die man auf ihm sehen wird, wenn man ihn spielt. Oder wenn man ihn spielen möchte. Viele sind vielleicht nicht so begeistert von ihm. Deswegen, ich weiß es noch nicht, ich habe ihn noch nicht getestet. Ich habe noch kein Bild mehr von ihm gemacht. Deswegen warte ich erstmal ab, bevor ich mir da jetzt groß eine Meinung bilde. Um zu sagen, ist er gut, ist er nicht gut. Werde ich gucken. Ich werde gucken, dass ich mir... Okay, da haben wir 4 Crit Damage. Ich weiß nicht, ob die 4 Crit Damage reichen. Klingemäßig kann ich da noch irgendwas machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte... Wie viel ACC hat der? 19? Ja gut, das weiß ich nicht, ob das zu viel, zu wenig ist. Könnte ich aber auf jeden Fall Def oder HP zum Beispiel noch raufhauen, wenn ich Bock habe. Hier kann ich, glaube ich, naja, wenig ändern noch. Vio-Gems sind bei mir generell sehr mau, deswegen Vio ist ganz, ganz schlecht.
Fatal wäre, wie gesagt, auch noch eine gute Option. Ich würde ihn jetzt ganz gerne auf Vio erstmal lassen. Einfach nur, um es zu testen. Ich mache das jetzt mal so. Ja, 44 ACC könnte ein bisschen wenig sein, vor allem was Dragons angeht. Man kann ja noch gucken, ob wir ein bisschen... Ich mache die mal eben auf 12. Man kann ja mal gucken, ob man die eventuell noch ein bisschen mit den Artefakten ein bisschen erhöht. Auf den wichtigen Skills. Ja, so auf 3 war das. Ja, mit den Strip, das war 3. Also, dass der dritte Skill eventuell noch ein bisschen ACC reinkriegt. Ich glaube, das könnte man auch machen. Ja, da muss man nicht gucken, dass man jetzt mit Fokus da hantiert. Dann bleiben wir lieber auf Klinge, safe die 100 Krate nehmen. Und dann gucken wir gleich einmal in Szenario mit Galeone. So, das mache ich meistens immer, wenn ich ein Monster gerund habe. Aber so richtig drauf testen, tun wir dann erst in einem nächsten Video. Da werden wir das dann auf in DB12 testen. Ohne Chun-Li. Wasser habe ich nicht. Wie gesagt, ich habe keinen von denen bekommen. Und in der Arena für Cleave, wir testen es mit Vio und wir testen es wahrscheinlich mit Zorn. Also da werde ich gucken, dass ich so ein bisschen hin und her swappe, um da einfach mal so ein bisschen den Schaden-Output so ein bisschen mehr im Fokus zu setzen. Aber für euch, für die Leute, die den jetzt wirklich bauen wollen, Zorn ist eine gute Alternative, aber nimmt, wenn möglich, wenn ihr habt, bessere Zorn-Runen als die, die man da kriegt, weil 100 Krate ist schon allein wichtig. Mehr sage ich, 100 Krate ist einfach wichtig. Ja, und denkt dran, dass ihr ihn aber auch auf Fatal bauen könnt, wenn ihr zum Beispiel noch nicht so weit im Spiel seid. Fatal wäre auch eine gute Option. Denkt aber ran, versucht die 100 Krate zu bekommen. Vio ginge auch, wie ich jetzt gerade mache, kann ich mir ganz lustig vorstellen. Aber wie gesagt, so richtig testen tun wir es dann halt erst im in den weiteren Videos. Danke, Spiel. So, gut. Jetzt haben wir die wichtigsten, glaube ich, Max. Ja, ist okay. Ist nicht die beste. Aber wir testen jetzt einmal hier, weil oben ist Wasser. Nee, ja, das ist normal. Auf normal nicht. Auf hell, genau. So, wir nehmen ihn mit und wir nehmen Galeone mit. Okay, wir haben kein Lead, aber ist egal. Darum geht's nicht. Es geht einfach mal darum, um zu sehen mit Deathbreak und wie viel Schaden er drücken würde. Szenario ist jetzt nicht das beste Beispiel, das weiß ich selber. Aber wir schauen uns das Ganze einfach einmal an. So, wir machen den ersten Skill. Ja, den dritten Skill mit ihm und den dritten. Okay, Galeone hat keinen Bock. Und wir machen mal den und wir konzentrieren uns auf den Raok ganz rechts. Mal gucken, was er macht da. Zack, zack, zack. Oh, der Schaden war gar nicht mal so bad, oder? Zusätzliche Runde, weil ich gekrittet habe mit allen. Zack, zack, zack. Attack-Leiste wurde erhöht. Na, kein Deathbreak. Okay, Kritten tut er auf jeden Fall. 9k. Ja, kriegen wir hier einen Deathbreak vielleicht. Und er hat noch keine Skill-Ups. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der mit einem Skill-Up gemacht hätte. Okay, jetzt haben wir den wieder ready. Der ist gut. Ich glaube, Galeone war doppelt so schnell. Aber okay. Und mal zack, Crit. Okay, machen wir jetzt hier auf dem rechten Inugami nochmal. Zack, zack. Oh, ja, dort. Schaden ist nicht bad. Also jetzt hier so ist er nicht bad. Ich glaube, jetzt gerade hat er kein, keine Attack-Bar Absorb gemacht. Das war nicht so schlau. Passt schon. Ist der dritte wieder ready? Nice. Machen wir das nochmal. Ich glaube, der hat aber den dritten nicht ready. Nee. Okay, 22k. Na, Galeone. So, wartet mal. Ich muss jetzt... Na, wartet. Jetzt komme ich dran. Mit dem letzten nochmal auf den linken Hellhound da. Zack, zack, zack. Ja, sagen wir mal so aufgerundet. 30k. Und zack, 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 zack. Na, die ACC könnte noch ein bisschen problematisch sein. Aber im Großen und Ganzen gar nicht mal so übel, oder? Ich finde das echt nicht so schlecht, was das Schaden... So, komm, wir testen es ja einmal. Einmal testen wir es jetzt in der Weltarena. Da kann man die noch gar nicht benutzen, Junge. Wir testen jetzt einmal hier eben in der Arena. Ich suche mal kurz was raus. Ich suche mal eben irgendwas raus. Ja, okay, er derbt. Das ist gut für mich. Das Ding ist, ja, ich muss das machen. In der Hoffnung, dass der Triton derbt. Wäre gut, was ich aber nicht denke. Außer ich kriege ihn zurückgepusht. Okay. Ja, er derbt tatsächlich. Aber ich muss nochmal eine Runde warten. Ich muss mit Gianna einmal stunnen. Also einmal alle rausholen. Alles strippen. Mein Gott, okay. Außer Fran, das ist okay. Mit ihm machen wir einfach mal hier. Oh, what? Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mehr zu vorsichtig. Aber ich möchte es ganz gerne mit einem Deathbreak sehen. Die fallen mir gerade hier ein bisschen... Okay, das ist gut. Danke für den Heal. Deathbreak auf ihm. Okay, kann man mal lassen. Wenn er jetzt nicht von der Bombe stirbt, wäre nett. Ja, bitte nicht von der Bombe sterben. Ach man. Okay, dann machen wir es jetzt mal ohne Deathbreak. Schauen wir uns das Ganze mal ohne Deathbreak an.
Ne, wir machen mal den zweiten hier. Zack, 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 zack. Okay, ja gut, der Bernard hat auch irgendwie kein Leben, das passt schon. Ja gut, hier kriegen wir jetzt erstmal keinen Deathbreak drauf, deswegen... Ah. Ja gut, okay, meine Gianna ist aber doppelt so schnell wie er, also der über... Na ja, okay, mit dem ersten von Gianna ein bisschen schwierig. Warte, ich guck jetzt nochmal. Vielleicht, der Panda ist sehr tanky, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Dafür muss aber der Deathbreak landen, aber Gaglione... Ist bei mir halt so richtig schick. Oh gut, damit habe ich schon gerechnet, dass er halt sehr lau ist. Ich muss erstmal Lucian wegkriegen. Lucian muss einfach nur weg. Das ist egal. Um Lucian geht's ja gar nicht. Ich will nämlich nicht den Damage auch bei Lucian sehen, sondern den Damage irgendwo anders. Bitte nicht cleansen. Die Rika hat den noch. Ich hoffe, die ist nicht auf Vio. Gut. Okay, die überleben. Er ist sowieso down. Egal, ich kill ihn so sicher. So, okay, auf Rika. Rika ist eigentlich sehr tanky. Was ich bei ihm jetzt nicht denke, weil er nicht sehr hoch scheint zu spielen. Aber wir schauen einfach mal. Zack, 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 zack. Oh, 15. 20, 20 war das, glaube ich, ne? Machen wir mal das. Tick, 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 ja. Das hätte man jetzt natürlich besser gesehen, tatsächlich mit einem Galeone oder mit irgendeinem, der am Deathbreak ein bisschen... ein bisschen mehr besser gelandet hätte als Retash. Aber okay, wir hauen mal ihn weg. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Deathbreak drauf. Zack, 3K. Ohne alles. Ohne Skill-Ups. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe keine Skill-Ups, ne? Ich habe keine Skill-Ups auf ihn. Und er ist sehr langsam. Also er könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Speed gebrauchen. Also die überrunden den alle mehrmals. Gefühlt. Gefühlt alle mehrmals. Aber okay, ich finde es nicht schlecht. Wie gesagt, wenn das Dings auch noch so funktionieren könnte... Im Dungeon, dann wäre ich sogar positiv überrascht tatsächlich. Mal sehen. Aber wie gesagt, da gehen wir erst weiter in die nächsten Videos drauf ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.